Dann werden wir das Thema wahrscheinlich nachholen müssen, nicht wahr? Das sind null Zuschauer. Hier on YouTube. Nee, da bin ich. Ja, gucken wir hier mal rein. Jetzt geht's. Okay. Also, nochmal, ich habe keine Ahnung. Jetzt sind auch da 15 Leute. Ich habe nichts verändert. Es muss ein Hänger sein bei StreamYard oder bei YouTube. Boah, wir fangen vielleicht nochmal von vorne an. Wobei, ich habe ja nichts Wichtiges gesagt. Ich habe ja nur vom Wetter geredet. Also, wer ist alles da? Dominik, einen schönen guten Abend aus dem Münsterland. Guten Abend und Grüße aus dem Frankenland. Wir machen mal einen schnellen Test. Ich sag mal gerade die aktuelle Uhrzeit, 21.10 Uhr. Könnt ihr mir sagen, was ich gerade gesagt habe? Habe ich gerade die Uhrzeit 21. Okay, sehr gut. So, dann sind wir synchron und ihr guckt jetzt sozusagen nicht das von vor 10 Minuten, sondern wir sind jetzt live und keine Ahnung, was das für ein Hänger war. Sorry. Frank ist da, Servus. Manuel Ruhrort ist da, Servus aus dem Oberallgäu. Das Schöne ist, ich kenne die Kommentare schon alle, was ich gerade schon vorgelesen habe. Jojo ist da, Huhu, Rudi ist da, warm heute, genau, something wrong, genau, und da waren wir dran. Wer ist noch dabei? Michael ist dabei aus Hannover und Danilo ist irgendwo hier noch, hier aus Norwegen. Ich hoffe, da ist etwas kühler, Danilo. Hamburg. Alle sind da. Alle sind da. Ich drücke jetzt durch. Okay, wir starten. Also, das hat nichts mit, ja, ich habe keinen Hut auf, es ist zu warm. Stellt euch das vor. Also, discord.digitaledinge.de hat uns gerade gerettet. Ja, so konnte ich jetzt nachfragen in der Community, was ist los? Für die Aufzeichnung, keine Ahnung. Das wird sich natürlich kein Mensch angucken, wenn das hier so komisch gestartet ist. Außer, ich habe das auch alle nicht gesehen, was die anderen verpasst haben. Hoffe ich doch mal. Okay, ich gehe mal direkt nochmal, der wichtigste Hinweis, mit StreamYard habe ich nichts zu tun. Der Vogel ist da, weil ich nicht bezahle. Deswegen setzen die das Wasserzeichen. Mit NecroTik habe ich auch nichts zu tun. Die kennen mich nicht. Das haben die mir nicht geschickt. Das ist keine Ahnung, keine Zusammenarbeit, keine bezahlte Werbung oder was auch immer. Es ist aber Werbung, weil ich euch davon berichte. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich möchte euch nicht überreden, das zu kaufen, aber ihr seid ja trotzdem vorsichtig, nicht wahr, was irgendwelche Influencer im Internet sagen. Es geht heute um das KNOT, um das NOT, das IoT-Gateway. Wir machen es jetzt ein bisschen schneller, weil ich Angst habe, dass die Verbindung irgendwie nochmal zusammenbricht. Hier ist das gute Teil. Ich mache mir gerade das Ding hier weg. Wo ist denn hier der gute Knopf dafür? So. Ja, was ich jetzt in der Hand halte, ist das Gerät, um das es geht. Ein recht kompaktes Gateway, wie ich finde. Das hat hinten zwei, ja, was ist das? Ist das ein SMA-Anschlussbuchsen? Ja, in einer habe ich eine Antenne dran, hoffentlich für LTE. Die andere ist nicht belegt. Da würde ich reinschrauben, wer auch immer das braucht. Ja, eine GPS-Antenne. Die war nicht dabei. Ja, die Antenne war übrigens auch nicht dabei. Totaler Wahnsinn. Da kommt ein nacktes Gehäuse. Ein Netzteil war dabei, das habe ich aber nicht gefunden. Ich habe jetzt hier 12 Volt reingesteckt und hier steht drauf 12 bis 57 Volt DC. Damit könnt ihr das powern. Dann kann man eine Nano-SIM reinstecken. Das wird nicht unbedingt unser Thema heute sein, aber das Ding hat, es hat nicht volles LTE, sondern es hat LTE-Cat-M und Narrowband-IoT kann es auch. Das heißt, hier geht es um kleine Datenraten, Low Energy, aber trotzdem, so schlecht ist LTE, ja, Cat-M auch nicht. Ne? Also man kann dann irgendwo im Wald natürlich mit Datenpakete absenden. Und Narrowband-IoT ist natürlich stromsparender und auch nicht schlecht. Micro-USB vor allem zum Powern. Angeblich hätte ein USB-on-the-go-Kabel dabei liegen sollen. Vielleicht habe ich es verlegt, vielleicht war bei mir keins dabei, ist auch egal. Ich wüsste nicht, was ich damit machen wollte. Vielleicht kann man einen USB-Stick anschließen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht getestet, also spekulieren wir mal nicht. Ich habe ein Kabel in den Ethernet-1-Port reingesteckt, also ein Ethernet-Kabel. Und hier ist noch ein zweiter. Und eigentlich würde man normalerweise hier in den zweiten sein Kabel reinstecken, weil das sozusagen das ist, was nicht von der Firewall komplett geschützt ist. Aber der ist ja schon umkonfiguriert. Deswegen, ich habe mir das jetzt so gebaut, dass ich über das Power-over-Ethernet-Input auch Ethernet, also auch mein LAN benutzen kann. Also wir gucken uns das gleich an. Und der zweite wäre ein PoE-Out. Ihr könntet also hier jetzt eine, weiß nicht, eine IP-Kamera sogar noch hinterstecken oder irgendwas anderes, was über Ethernet Power braucht, würde der durchgeben. Dann gibt es daneben einen Reset-Knopf.
sieht man gar nicht, ne? Naja, der ist auch, ich meine, ihr habt da schon mal einen Reset-Knopf gesehen, nicht wahr? Da ist er. Und daneben ist etwas Interessantes. Was haben die draufgeschrieben? Modbus? Ne, die haben draufgeschrieben RS485. Der linke heißt A+ und der rechte heißt B-. Also, RS485-Interface ist hier direkt integriert. Und natürlich kann das Ding auch Modbus, wenn wir uns minimal angucken. Auf der anderen Seite blinken die LEDs. Da habe ich mir noch nie genauer angeguckt. Und auf der Unterseite sind nur die geheimen Nummern drauf. Ne? Man kann das Ding auch noch aufschrauben. Das eine Schraube auf der Rückseite, die ich noch niemals mehr dran gemacht habe. Und dann kann man da reingucken und ja, machen wir jetzt nicht. Ja, da stehen noch Aufkleber mit noch mehr geheimen Seriennummern. Ist ein bisschen doof in der Live-Sendung. Okay. Gucken wir mal rein, was ist hier noch so gut. Komisch, nach 10 Minuten No Connect läuft, ist jetzt perfekt. Ich freue mich. Genau, Silberkiller. Es ist Modbus. Oder gut, du kannst auch RS485 nur damit sprechen. Würde genauso gut gehen, aber welche Anwendung gibt es dafür? So, das ist das eine Thema. So, was macht man mit der Kiste? Oder also, gucken wir erstmal auf die Webseite von Mikrotik. Also, wie gesagt, will hier keine Werbung machen, aber jetzt ist das Thema nun mal der Mikrotik-Not. Und guck mal, ich sollte vielleicht meinen Bildschirm wieder hinzufügen. Der ist mir mit rausgeflogen jetzt natürlich. So, zack, da ist mein Bildschirm. So, das ist die Webseite von Mikrotik. Da seht ihr also dann, ne, das ist die Startseite. Dann geht er in Hardware rein. Jetzt könnt ihr die ganzen Geräte von denen aufgelistet sehen. Die haben eine ganze Menge an unterschiedlichsten Sachen. Und wir interessieren uns heute für NOT. Und jetzt seht ihr schon NOT LR8 Kit. Das ist neu. Und NOT LR9 Kit. Das ist auch neu. Die kosten jeweils 199 Dollar scheinbar. Und das, was ich aber habe, ist nur 99 Dollar. Und das heißt nur NOT. Das hat also kein LR8 und kein LR9 und das bedeutet, es hat keinen LoRaWAN, also überhaupt kein LoRa. Und bei den anderen, ne, ist klar, LR8 ist der europäische und das hier ist halt das mit 900 MHz. Kauft das richtige Kit sonst. Also, was heißt kauft? Wahrscheinlich werden viele Leute denken, boah, wenn ich es kaufen könnte, würde ich es vielleicht sogar kaufen. Diese ganzen Sachen sind gerade nicht wirklich verfügbar. Ist so meine Information. Ich gucke jetzt erstmal rein hier in mein NOT. Gehen wir nochmal schnell durch. Im Endeffekt habe ich euch auch schon gerade alles gesagt. Ne? Und die Informationen habt ihr vielleicht auch oder interessieren euch nicht. Aber das Interessante ist, vielleicht eine Sache, die ich gerade ja nicht zeigen konnte, weil ich das ja nicht aufgemacht habe. Innen drin sind noch so GPIOs, ne? General Purpose I/O Pins. Analoger Eingang ist dabei, digitaler Ausgang, digitaler Eingang ist dabei. Man kann also ein paar Sensoren anschließen oder auch man ein Relais anschließen. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, aber das ist natürlich machbar. Und wie das geht, guck mal vielleicht mal in einer anderen Sendung, wenn wir das Thema Skripte, wenn ihr daran Interesse habt, können wir mal über die Skripte sprechen, die man hier natürlich braucht. Und die Skripte sind nicht beschränkt auf das Gerät, sondern jedes Mikrotikgerät kann eigentlich Skripte und ein paar Sachen. Okay, naja, Modbus haben wir gesagt, TCP/IP ist natürlich da durch das Ethernet und durch das Mobilfunkmodem. Und WLAN ist ja auch noch da, Entschuldigung. Ja, ist ja noch nee, Entschuldigung, die sieht man nicht, die WLAN-Antenne. Die WLAN-Antenne ist drin und ich glaube, er hat zwei Chains, 2,4 Gigahertz. Ist nichts berauschend Schnelles. Ja, ihr seht es hier auch schon. Na, wo ist es? 2,4 Gigahertz Wireless. Also man könnte das als Access Point benutzen, als Ersatz für eine Fritzbox. Doof gesagt. Ohne dass es DSL spricht. Ne? Aber wenn ihr jetzt irgendwo einfach nur einen Mobilfunkrouter braucht oder einen Access Point, sagen wir mal lieber, ja, kann die Kiste. Aber halt nur 2,4 Gigahertz, 5 Gigahertz kann es nicht. Und das andere Problem, was ich hier sehe, ist, der hat halt die beiden Ethernet-Ports, die sind nur jeweils 100 Megabit pro Sekunde. Im Keller würde mich sowas nicht stören. Ja, da reicht das. Oder für IoT-Anwendungen, hier für meine Steckdosen, für die Shellys und die Tasmota-Sachen. Da ist eine 100-Mbit-Anbindung oder zweimal, die könnte man ja wahrscheinlich auch noch irgendwie zusammen bridgen. Da würde das reichen, ne? Aber eigentlich, wenn ihr ein echtes in eurem Haus einen echten Access Point sucht, dann ist das wahrscheinlich nicht das Gerät eurer ersten Wahl, weil da würdet ihr ja hier mindestens ein Gigabit Ethernet-Anschluss euch wünschen und auch 5 Gigahertz WLAN. Aber für den Notfall oder wie gesagt, es gibt Anwendungen dafür, ne? Ist nicht schlecht, das zu haben. So, das andere, was er hat, Bluetooth. Ja? Und jetzt verkaufen die auch Bluetooth Tags, ja, Beacons. Müsst aber nicht die von denen nehmen. Könnt irgendein Bluetooth-Gerät nehmen, funktioniert. Der kann Bluetooth Advertisement
mit, ich nenne mal Sniffen. Der guckt halt, der horcht, welche Werbung gibt es so. Und wie ihr wisst, iBeacons und auch die Eddystone-Sachen. Wer sich mit Bluetooth-Beacons auskennt, der kennt die beiden Sachen. Und die haben auch ihr eigenes Microtik, haben so noch irgendwie was Optimiertes. Also, was kann man damit machen? Ich hänge jetzt mein Knott hier in meiner Werkstatt auf. Und wenn ich jetzt mit meinem, weiß ich nicht, mit meinem Handy hier in mein Zimmer reinkomme, kann er das detektieren und sagen, weiß ich nicht, mach das Licht an oder irgendwas anderes. Ne? Wir hatten mal eine Sendung dazu gemacht zu ESP, ich weiß nicht mehr, ihr wisst es noch, ne? Irgendwie mit dem ESP32 gab es so ein Projekt, womit man das Gleiche macht. Tracken von Bluetooth-Paketen. Aber das ist in diesem Knot halt mit dabei. Funktioniert alles völlig anders, als man das aus anderen Produkten kennt. Aber deswegen zeige ich euch das ja mal. Lass mal über den Tellerrand schauen. Mal nicht Arduino, mal nicht Raspberry Pi, mal nicht ESP32, sondern mal ein bisschen was, ich weiß auch nicht, in welcher Welt ist das zu Hause? Netzwerktechnik? Professional IoT? Ich weiß das nicht, wo das eigentlich hingehört. Okay, ne, dann kann man das natürlich irgendwie mounten. Da ist eine für eine Hutschiene. Wen das interessiert, mich nicht. Ja, ist so ein Hutschienen-Adapter dabei. Dann kannst du das in deine Hutschiene reinklicken, wo auch immer die ist. Ne? Ist die im Sicherungskasten oder wo ist die denn? Ne? Ah ja, Jojo, jetzt sind wir nochmal hier geholfen. ES-Presence, das war das Projekt, was ich meinte mit dem ESP32. Ne? Haben wir eine Sendung zu gemacht. Guckt euch das an nach dieser Sendung hier, wenn euch das interessiert. Aber wenn ihr einen Knot kauft oder findet oder ja, vielleicht geht es auch mit anderen Mikroticks, ne? Man muss ja nur Bluetooth haben. Denn was die alle gemeinsam haben, die Geräte, die haben Router OS, das Betriebssystem. Ne? Das ist ja auch im Titel dieser Sendung drin. Darum geht es auch ein bisschen was. Gucken wir gleich mal rein. Okay, den Rest, gut. Eine Sache hier vielleicht noch, ja, da ist also ein MIPS BE, kann man sagen, Prozessor drin. Und zwar ein QCA, ja, ne? 9531. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Ne? 650 Megahertz, ein Kern. Da lachen die Leute, die einen Raspberry Pi haben. Ne? Das ist absolut nicht State of the Art. Aber es funktioniert trotzdem. Ne? Es funktioniert trotzdem einiges. Es hat natürlich Vorteile. Es ist dann stromsparend. Aber klar, das hier ist nicht die schnellste Hardware, die ihr euch für einen Router ausdenken könntet. Ne? 64 Megabyte RAM ist auch minimal und hier die 16 Megabyte Flash sind fast schon eine Frechheit. Muss man sagen. Ja, also da kannst du nichts drauf machen. Vielleicht ist dafür die USB on the go, dass man externen Flash-Stick anschließen kann. Vielleicht ist das aber auch nicht die Anwendung dieser Kiste hier. Ne? Okay. Ja, den Rest hier, im Endeffekt kann man sich das hier alles, ihr könnt ja selber auf der Webseite nachgucken. Ich gucke mal, ob ich jetzt gerade was Wichtiges übersehen habe. Also 300 Megabit pro Sekunde übers 2,4 Gigahertz WLAN und ja, Wi-Fi 4. Aber trotzdem, das ist ja deswegen nicht schlecht, nur weil es alt ist, ne? Oder das ist etabliert. Hier steht es nochmal RS485. Und so, dann haben wir die Anschlüsse. SMA habe ich schon gesagt für das GPS-Modul. Das gilt auch für das LTE-Modul. Und da ist intern so ein Micro-UFL hier, UUFL, wie auch immer das ausgesprochen wird, drin. Das sind die ganz kleinen, unsichtbaren Stecker, die man auch vom ESP32 kennt. Die würdet ihr benutzen, wenn ihr ein externes Bluetooth, eine externe Bluetooth-Antenne anschließen wollt. Aber müsst ihr nicht. Es gibt eine interne, die reicht. Für mich reicht auf jeden Fall. Bluetooth 5.2, das ist cool. Temperatursensor und Spannungssensor. IP20, also hängt das nicht direkt in Regen, packt da noch ein Gehäuse drum draußen. Aber es ist auf jeden Fall schon auch dafür gedacht, dass man es ins Gartenhaus stellt. Ne? Okay, ich gehe noch mal einen Schritt hier gerade. Oder nee, es gibt eine Dokumentation, durch die werden wir uns dann noch mal ein bisschen durchhangeln. Schreibt eure Fragen, Kommentare in den Chat rein. Ich lese das. Wenn das jetzt hier gleich wieder irgendwie hängt, gucke ich in Discord rein. Ich kriege das mit. Nochmal das andere. Ich habe gesagt, es gibt noch diese anderen beiden Varianten, die 100 Euro mehr kosten, ne? Mit dem LoRa. Dann kannst du das als LoRa Gateway benutzen. Das ist natürlich cool. Und jetzt ist eine Anwendung. Klar, die Leute, die ein LoRa Gateway zu Hause haben, die brauchen das nicht. Aber wenn du jetzt irgendwo anders bist, im Wald oder industriell, du hast da einfach kein WLAN an der Stelle, aber du hast Mobilfunkempfang. Dann ist das so ein Gateway von LoRa, ne, um die ganzen LoRa-Sensordaten einzusammeln und dann rauszugeben über das Cat-M im Endeffekt, wenn man realistisch ist. Theoretisch auch über Narrowband-IoT, wenn man denn die Latenzen, das verträgt sich, glaube ich, mit LoRaWAN nicht. Ich habe das nicht getestet. Ich glaube, das geht nicht, weil die ganzen, wie heißen die, Join-Pakete und sowas, ne, da gibt es Timeouts, da gibt es gewisse Sachen, die, ich glaube, das ist mit Absicht wahrscheinlich nicht kompatibel. Ich habe es aber nicht getestet, vielleicht geht es. Aber das ist die Idee, ne?
LoRaWAN-Daten über Mobilfunk rauszugeben, wenn nichts anderes da ist, ne? Also kein WLAN und kein Ethernet. Ja, ist auch nicht schlecht. Okay, aber das ist nicht meine Anwendung, nur diese LoRa-Geschichte habe ich nicht. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das, was ich habe. Ja, die erklären dir alles, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Wie funktioniert das GPS? Wie funktioniert es hier mit dem GPIO? Ne? Es gibt ein ADC und der kann, was kann er denn hier? Bis 60 Volt kann der hier, ne? Mit 14 Bit. Das ist nicht schlecht. Ne? Also ich brauche das zwar nicht für diese Kiste hier, aber wer weiß, vielleicht mache ich es doch mal. Temperatursensor, analogen Temperatursensor dranhängen oder sowas. Ne? Heute die 60 Volt. Okay, das ist natürlich, das braucht man nicht. Das ist jetzt ein Punkt, Rudi. Ja, Rudi kennt sich aus, Kerlink. Ja, die, weiß ich nicht. Ich habe die Kerlink-Preise, kenne ich nicht, aber ich habe ja gerade gesagt, 99 US-Dollar ist der Listenpreis von diesem Knott hier. Ich glaube, Mikrotik ist schon berühmt dafür, dass sie gute Preise haben. Sehr wettbewerbsfähige Preise, ne? Und das ist kein chinesischer Hersteller, sondern die sind in Osteuropa. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist heutzutage, aber ja, es ist so, ne? Die sind nicht in China. Und entsprechend kann man da nicht sagen, das ist chinesische Billigware. Wo das hergestellt wird, weiß ich nicht. Also ob das wirklich nicht aus. Ich kann es wahrscheinlich durchschicken. Ihr findet das raus, wo das herkommt. Okay. Antenne bitte kaufen, steht hier. So, und jetzt reden sie hier von verschiedenen Sachen. MQTT, das ist ja cool, ja. HTTP, wunderbar. Das sind alles Protokolle, die uns interessieren. Man kann einen MQTT-Broker konfigurieren. Das machen wir am besten gleich mal schnell. Oder ich habe es ja sogar schon gemacht. Und man kann dann per MQTT etwas publishen. Alles in der Kiste selbst. Ehrlich, das kannst du mit einem Raspberry Pi auch. Ne? Das stimmt. Aber das geht mit der Kiste auch und es geht anders. Und das ist eine Herausforderung. Und da freue ich mich. Wie gesagt, über die Skripts reden wir heute mal nicht. Die eigentliche Power dieser von vielen Mikrotik-Sachen sind die Skripte. Muss man ganz klar sagen. Die Skriptsprache ist aber nicht JavaScript oder Lua, sondern, oder ist es Lua? Ich weiß nicht, das ist irgendeine Mikrotik-Sprache hier. Ne? Haben sie sich selber ausgedacht. Also ist auf jeden Fall, muss man erstmal lernen. Aber es ist nicht schwer, kann jeder. Also ist wie eine Batch-Datei irgendwie, wie eine Shell, wie ein Shell-Skript aufgebaut, so von der Sache. Doppelpunkte und so weiter. Gehen wir jetzt aber nicht drauf ein. Ich wollte nur sagen, Skripte machen die Sache erst richtig wertvoll, weil man dann halt Sachen lesen kann und senden kann. Ne? Okay, gucken wir mal in den Chat rein. Genau, so Seberkiller stimmt dazu. Wahrscheinlich sind die Sachen günstiger. In Femtocell kostet 300 Euro, ja. Ich meine, das sind ja auch noch alles bezahlbare Sachen. Ne? Genau, du, Seberkiller hat ja gesagt, er hat das LoRaWAN-Gateway von Care-Link. Ne? Genau. Okay, steigen wir mal ein bisschen ein in... Ja, also diese Doku hier, die geht ja weiter, ne? Da ist ja das BG77-Modem, welche AT-Befehle, das machen wir vielleicht mal ein andermal, wenn wir uns mal über Mobilfunk Gedanken machen, ne? Also ihr könnt natürlich über eine serielle Schnittstelle auch AT-Befehle absenden, aber im Wesentlichen ist die Idee, PPP-Interfaces aufzubauen, also eine Datenverbindung dann zu haben. Genau. Und jetzt reden Sie noch was über das Modem und das... Ich weiß nicht genau, warum ein GPS-Modul drauf ist, ganz ehrlich. Ich könnte mir natürlich vorstellen, ich baue so ein Ding in mein Auto rein oder in meinen Lieferwagen. Ja, habe das an meiner 12-Volt-Autobatterie und sende immer mal irgendwas. Die GPS-Koordinaten, also es wäre ein sehr teurer GPS-Tracker, richtig? Aber andererseits, es geht noch, ne? Wenn man ehrlich ist, vielleicht ist es gar nicht mal so der dümmste GPS-Tracker. Und wenn du jetzt noch überlegst, du verbindest auch mit LoRaWAN, verbindest also dein Mobilfunk und LoRaWAN im Auto. Ist nicht mein Anwendungsfall, aber nur mal so eine Idee, ne, was man vielleicht machen könnte. Ne? Okay. OS 7.0, was ist hier gemeint? Ja, sehr guter Übergang. Dann will ich euch da doch mal einführen in das Betriebssystem. Ich meine, klar, das Betriebssystem selbst sieht man nicht, aber es gibt ein Tool, das hier nennt sich Winbox. Und wie ihr seht, auf dem Mac ist Winbox natürlich im Wine-Emulator. Aber es geht. Also ihr könnt das machen. Ihr könnt diese 64-Bit-Exe-Datei runterladen von Mikrotik, die in Wine 64 starten. Und dann habt ihr, ja, es ist natürlich nicht native, ne? Man merkt das schon, aber es funktioniert. So, meine Kiste ist ein bisschen vorkonfiguriert. Ich habe ja, also das hat schon eine IP-Adresse bekommen über die Ethernet-Schnittstelle hier. Zack, da bin ich drin. Ich mache mal gerade alles zu. Und das sieht jetzt erstmal aus wie Windows 3.1.
1 oder sowas, oder keine Ahnung. Also ne, heißt ja auch Winbox. Ist aber natürlich kein Windows, ne? Vertut euch da jetzt nicht. Das hat nichts mit DOS oder Windows jetzt zu tun, sondern die haben sich einfach ein Tool gebaut, das an, ja, also an Windows erinnert, eine grafische Fensteroberfläche. Unter der Haube ist das ein eigenes Betriebssystem RootOS. Ich weiß nicht, ob es ein Unix ist, ob es ein Linux ist, aber sowas in der Richtung. Ja, es ist jetzt kein DOS oder es ist kein Windows oder kein CPM, weiß ich gar nicht, was das ist. Läuft auch runter. Ja, Rudi, ich bin mir nicht sicher, ob es Linux ist, aber kann sehr gut sein, wenn das jetzt darauf bezogen war. Ne? Also es könnte sein, aber vielleicht ist es auch New, man weiß es nicht. Man könnte es rausfinden, wenn man sich Mühe machen würde, habe ich jetzt nicht mehr angeguckt. So, jetzt steht er hier vorm Wald. Ne? Ich weiß nicht, da ist jetzt alles. Ne? Also, was haben wir hier? Quickset, das drückt man, glaube ich, nicht. Capsman, das ist ein Thema, da werden wir mal in einer zukünftigen Sendung drauf eingehen, weil das hat jetzt nichts mit der Kiste hier so unbedingt zu tun. Aber ich habe ja mal erzählt, in meinem Haus sind eigentlich in jedem Zimmer, also in jedem bewohnten Zimmer, sage ich jetzt mal, in jedem Zimmer tatsächlich, oder in jedem Zimmer, wo ein Smart-Home-Gerät ist, ja, also in jedem Zimmer, meine Smart-Home-Geräte laufen ja größtenteils mit WLAN. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich in jedem Zimmer WLAN habe, und zwar super stabil, ne? Ich habe kein Kabel, ich habe kein KNX, ich setze auf WLAN. Und das soll man natürlich eigentlich nicht machen, außer man hat natürlich seine Access Point gut im Griff. Und dafür ist Capsman. Capsman habe ich auf einem zentralen Router installiert und alle meine Access Points verbinden sich zu diesem zentralen Central Access Point Manager. Ja, ganz easy. Und da kann ich dann halt alles machen. Das mache ich mal in meinem eigenen Video. Werde vielleicht auch mal einen Gast einladen, der da noch tiefer drin steckt als ich. Ich kann ja nur berichten als Maker. Ich bin ja kein Netzwerktechniker in dem Sinne. Ich bin ja nur Anwender. Genau, aber das ist super spannend. Also da könnt ihr schon mal im Hinterkopf behalten. Die Kiste, über alles, was von Mikrotik ist, das arbeitet zusammen. Wenn es um Access Points geht, über Capsman, wenn man das möchte, muss man nicht. Man kann auch nur selber von Hand konfigurieren. Aber das ist das Mächtige. Das ist das, bis Fritzbox schlecht reden. Die haben auch super coole Sachen in ihrem Ding, was bei Mikrotik fehlt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das macht, ob ich jetzt in jedem Zimmer eine Fritzbox aufbauen könnte und dann da ein zentraler Konfigurator ist. Die setzen, glaube ich, auf Mesh oder sowas stattdessen. Ne? Und das hat auch seine Berechtigung wahrscheinlich. Okay, das andere sind dann die Interfaces. Ich klicke da einmal drauf, dann seht ihr mal, welche Interfaces, was damit gemeint ist. Ethernet 1, Ethernet 2, das ist klar, das sind die beiden Ethernet-Ports. So, dann habe ich noch einen WLAN-Port, den ich nicht benutze, aber der ist da. Den könnte ich auch deaktivieren, indem ich auf das X drücke. Ja, machen wir mal gerade. Wunderbar. Dann habe ich hier noch dieses PPP-Out 1. Das ist ein PPP-Client, der, also das ist ein Dial-Up-Modem, ne, von früher. Wenn du noch ein Modem kennst, von früher, um ins Internet reinzukommen. Ich weiß nicht, ob bei ISDN das auch noch PPP, weil da gab es dann plötzlich, kamen noch andere Sachen auf. Ne? Aber PPP-Interfaces sind in der Linux-Welt bekannt. Und genauso ist das hier auch. Das Mobilfunkmodem hier drin wird über ein PPP-Interface gemacht. Und wenn ich das hochfahre mit dem Häkchen, würde ich jetzt einwählen, ne, mit meiner SIM-Karte. Ist aber nicht das Thema von heute. Ne? Ich wollte nur mal so. So, und jetzt seht ihr es schon. Hier geht es jetzt unendlich weiter. Ne? Interface-Listen gibt es. Was ist mit dem Ethernet los? Das weiß ich nicht, was das genau ist. Dann hast du noch IP-Tunnel, GAE-Tunnel, VLANs, ja. Also VLANs sind ja immer ein großes Thema, nicht nur für eure eigene Konfiguration zu Hause, sondern auch gerade, wenn ihr dann vielleicht mit Kabelprovidern oder mit Fiber, hier mit Glasfaserprovidern unterwegs seid oder auch mit DSL-Providern, sind VLANs immer ein Thema für euch. VXLAN, VRRP, das ist so unter den Routern, so ein Routing-Protokoll noch. Dann kannst du Ports bonden. LTE bezieht sich jetzt nicht auf das LTE-Modem, was hier eingebaut ist, sondern auf echte LTE-Sachen. Man kann ihn so gut wie jeden Mikrotik-Router und Access Point per PCI Express, ne, haben die meisten verschiedene Steckkarten reinstecken. Da können wir gleich nochmal reingucken, ist spannend. Und zum Beispiel ein LTE hinzufügen. Kann auch sein, dass manche das über USB können, aber das habe ich, ne, weiß ich jetzt nicht, will ich nichts Falsches sagen. Ja, da würde man also hier seine LTE-Sachen eintragen. Und das ist jetzt natürlich für Leute, die kein DSL haben und nichts haben, die irgendwo auf dem Land sind, aber da wurde zufälligerweise Mobilfunk jetzt erzwungen, also der Ausbau, ja, dann könnte man darüber eine vernünftig gute Internetverbindung aufbauen. Ne? Und das kann schon, ja, können schon günstige Mikrotik. Aber dieses hier, das ist jetzt das Thema. Ne? Also ihr seht schon, hier geht richtig was ab. Ne? So, dann kannst du noch die Wireless
Sachen konfigurieren. Wir gehen jetzt nicht durch alles durch, ne? Aber klar, das WLAN-Modem könntet ihr jetzt hier direkt konfigurieren und ihr könntet jetzt hier sagen, wie lautet denn die SSID, könntet ihr hier irgendwo einstellen und wie ist denn das Passwort, wo ist es installiert, ne? Das ist mal vielleicht ein Thema, wenn euch das interessiert, gehen wir mal ein in, wie konfiguriere ich ein Wireless Access Point oder wie mache ich eine Wireless Bridge oder sowas mit einem Mikrotik. Und ich kenne auch nicht alle Details, aber ne. Jetzt bin ich hier schon interessant an einem neuen Knopf, weil wir reden ja über 7, ja, Version 7, Router OS 7. Das ist neu, das ist relativ neu. Die Geräte wurden alle mit Router OS 6. irgendwas ausgeliefert. Ja, und 7 ist neu, habe ich drauf gemacht. Und bisher auch für mein, ich bin ja kein Internetprovider, ja. Ich muss ja hier nicht Millionen Menschen versorgen und das Stabilste vom Stabilsten verwenden, sondern ich bin hier. Das ist auch kein Testbetriebssystem. Das ist schon stable, aber ja, manche Features gibt es noch nicht, andere sind noch eher neu und noch nicht so viele Erfahrungswerte. WireGuard ist einer dieser Sachen, ne? Ich kann also WireGuard-Interface jetzt hier hochfahren. Private und Public Key kann ich mir natürlich dann hier generieren, dass ich jetzt auf OK drücke. Jetzt kann ich diesen Public Key mit euch teilen und dann füge ich euren Peer hier hinzu. Ne? Was ist denn euer Public Key? So, und dann bauen wir ein VPN. Ein WireGuard-VPN auf. Ist relativ einfach. Es ist nicht so einfach, wie es unter anderen Systemen ist, dass man einen QR-Code scannt, ne, oder dass man eine WireGuard-Config-Datei einfach einliest. So komfortabel ist das hier nicht. Aber mit ein bisschen Klicki hier und da kriegt man so ganz schnell WireGuard hochgefahren. Und das ist doch heutzutage eine beliebte Technologie. So, ihr geht jetzt nicht durch alles durch hier, ne? Klar. Was könnten wir denn mal machen? Was interessiert euch? Sollen wir mal in das Thema IoT vielleicht reingucken? Guckt euch das hier an. IoT. Oder vielleicht noch mal eine Sache. Wenn ihr auf System geht, gibt es Packages. Ja. Router OS ist klar, ne, das braucht man. LTE brauche ich. Wahrscheinlich sind da Treiber drin, ne, für das LTE-Modem. Auch wenn es halt kein echtes LTE-Modem ist, sondern nur so ein abgespecktes. Ja, und GPS brauche ich. Und IoT. Also diese Pakete hier, die könnt ihr auch bei anderen Mikrotik-Routern nachinstallieren. Einfach auf der Webseite so eine Datei runterladen, hier per Drag and Drop draufziehen und dann neu booten und dann ist das installiert. So einfach ist das, Pakete zu installieren. Aber bei dem Knot brauche ich natürlich immer diese 4 Pakete hier. Die sind jetzt alle in der Version 7.3.1. Check for Updates wäre auch ganz einfach. Genau, wunderbar. So, das heißt, wenn ihr diesen Reiter hier nicht habt an eurem Gerät, dann liegt es daran, dass ihr das Paket nicht installiert habt. Ne? Ich habe gerade gesagt, wie es geht. Okay. Ihr seht es schon, in diesem IoT-Paket sind jetzt in meinem Fall 3. Ich verstehe nicht ganz genau. GPIO haben sie, glaube ich, dann hier im System drin. Ne? Wo zum Geier ist denn GPIO? Ja, gucken wir mal. Also, finden wir raus. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auf Bluetooth gehen. Mache ich das auch mal. Bluetooth. So, jetzt seht ihr hier, aha, ich habe ein Bluetooth-Gerät mit dieser MAC-Adresse hier. Ist nicht weiter interessant. Ich benutze die interne Antenne. Hier würdet ihr auch mit einem Doppelklick draufgehen, um jetzt zu sagen, ich möchte gerne die externe Antenne benutzen. Ne? Mache ich jetzt nicht. Wenn ihr das umgesteckt habt, klar. Ne? Okay. Und dann gibt es halt hier, dass ich jetzt Advertiser, ich könnte jetzt selber irgendwie wahrscheinlich ein paar Sachen advertisen. Das ist aber nicht die Idee. Die eigentlich interessante Sache ist hier, und der Scanner, ja, es läuft einem bereits ein Scanner, ein Bluetooth-Scanner und der hat auch einen Advertising-Report. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal sehen, welche Bluetooth-Geräte mit welchen MAC-Adressen, ne, vielleicht mache ich das jetzt gerade nochmal für die Live-Sendung ein bisschen schmaler, dass die MAC-Adressen, ja, ihr wisst, die gibt es, aber ich zeige es jetzt hier nicht alle. Ne. Ja, ihr seht, was hier los ist. Ne. Das ist jetzt hier nur bei mir im Labor. Also im Studio könnte man besser sagen. Und klar, ich habe ja schon mal gesagt, ne, ich habe die ganzen Switchboard-Sachen, die laufen auf Bluetooth. Ich habe die ganzen selbstgebauten Tasmota-Sachen, die laufen auf Bluetooth. Ich habe Xiaomi, da haben wir mal eine Sendung zu gemacht. Also Bluetooth ist ja immer ein Thema hier. Und der sammelt die auch ein. Also, und jetzt könntet ihr natürlich loslegen und ein Skript schreiben. Ne? Hier ist System und dann gibt es hier Scripts. Und dann legt ihr ein Skript an, programmiert ihr euch hier ein und wunderbar. Könntet jetzt sagen, oho, ich habe gesehen, der ist in den Raum gekommen oder der hat den Raum verlassen oder vielleicht kann er sogar den Payload parsen, will ich jetzt nicht versprechen, aber ihr könnt natürlich filtern auf gewisse Adressen. Ja, machen wir jetzt nicht, aber nur mal so, dass ihr mal eine Idee habt. Das ist also eingebaut in dem Gerät. Okay, was gibt's noch? Modbus. So,
Das ist easy, weil es gibt nur diesen einen Modbus-Hardware-Port, ne? Der ist einfach mal drin. Den würde ich jetzt auch nicht rausschmeißen. Warum sollte man das tun? Dann gibt es einen TCP-Port 502. Oh, und das war's. Man kann, wahrscheinlich kann man den hoch und runterfahren, klar. Ne? Ich weiß nicht, hat er denn einen Service oder ein Interface? Ein Interface hat er wahrscheinlich nicht, ne? Aber einen, irgendwo muss ein Service laufen im. Na, irgendwo. So gut siehst du, hier kenne ich mich nicht aus. Aber in der Anleitung steht es ja drin, wo. Bei Ports. Ja, siehst du mal, Modbus. Aber das ist jetzt der Serial Port. Naja, wie auch immer. Da könnt ihr jetzt konfigurieren. Auch mal interessant. Ne? Die Baudrate könntet ihr jetzt einstellen hier für euren RS485 und genauso auch für das Modem. Und nun gut. Wollte ich gar nicht zeigen. Ich wollte nur sagen, auf dem Port 502 läuft ein Modbus TCP Bridge in dem Fall. Das heißt, ihr könnt aus der Ferne mit einem Modbus Client auf das Gateway zugreifen. Und jetzt, ja, wie sieht es also in der Realität aus? Ich habe meine zwei Kabel, A und B, ne? Pack die in mein anderes Modbus-Gerät rein, bete ein bisschen und dann gehe ich mit einem Modbus-Client auf die Kiste. Und dieser Modbus-Client könnte heißen IO-Broker. Ne? Machst einen IO-Broker, Modbus-Adapter auf, verbindest dich auf den MikroTik auf Port 502 und dann kannst du ja die ganzen Register, ne? Holding-Register und wie sie nicht alle heißen. Ne? Machen wir auch mal eine eigene Sendung zu Modbus. Ihr seht, dass das noch lebt, ne? Weil das ist ein brandaktuelles Gerät hier. Das ist nicht irrelevant. Ne? Modbus gibt es hier und da und man muss es akzeptieren, dass es das gibt. Und ja, es gibt hier einen Weg für einen Maker, ohne selber was mit dem Arduino oder dem Raspberry Pi zu basteln. Einfach Kabel dran, Power dran. Man muss nicht die ganzen Tiefen von dem Router jetzt verstehen, um auf Port 502 jetzt hier zu gehen. Ne? Und für 99 € kann man sich das überlegen, ob das. Ja, die Zeit ersparen uns vielleicht sogar alleine schon wert ist. Okay, MQTT ist der letzte Punkt, den ich jetzt heute hier in die Sendung reinziehen möchte. Wir haben ja einen schlechten Start gehabt heute in der Sendung, deswegen ist Zeit verloren gegangen. Ich will es aber auch nicht ewig lange ziehen, weil ich nicht weiß. Na ja, aber wir gucken schon ein paar Sachen, Leute, jetzt zu, da freue ich mich. Gucken wir mal schnell in den Chat. Ich habe WireGuard auf meinem Dienstlaptop wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, WireGuard habe ich auch hier und da. Und damit kannst du auch sehr interessante Sachen machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also wenn du Hardcore-WireGuard machst, wirst du wahrscheinlich das mit Linux irgendwie, ne? Nochmal Proxmox und dann virtuelle Maschinen und so weiter. Ne? Da könnte ich mir so vorstellen. Aber es kann sein, dass du eine Glasfaserverbindung hast. Und weiß ich nicht, deine Ferienwohnung hat auch Glasfaser. Ja? Ihr seid da mit 2,5 Gigabit pro Sekunde miteinander mit Glasfaser sozusagen verbunden. Und jetzt wollt ihr auch, dass, ja, das geht ja durchs Internet durch, ja, durch die Internetprovider. Jetzt willst du mit WireGuard den VPN aufbauen. Und da willst du natürlich auch 2,5 Gigabit pro Sekunde rausholen aus dem WireGuard. Ne? Ich sagte, das macht das natürlich nicht mal ansatzweise, weil alleine die Ethernets ja hier nicht so schnell sind. Ne? Aber das ist der Gedanke. Einen Router zu finden mit einem richtigen Prozessor, mit diesem Betriebssystem hier auch. Und dann könnte das interessant sein. Ich will nicht sagen, dass es die beste Wahl ist, aber es ist auch nicht die, es gibt schlimmere Hersteller. Okay, machen wir jetzt mal ein bisschen IoT. Ja, jetzt mal wieder ein bisschen hier. Shame, das ist jetzt ja fast schon Werbung. Ne? Wo ist denn hier? Ting.io, habe ich ja schon oft drüber gesprochen, das ist ja die IoT-Plattform, an der ich auch mitentwickle. Aber die ist halt gratis und deswegen benutze ich sie. Was soll der Geiz hier? Also ich habe jetzt hier angelegt einen neuen Broker, das könntet ihr hier genauso machen. Ne? Machst du Plus, das kannst du ja auch sagen, hier weiß ich nicht, mein IO-Broker, ja, und der ist auf der 192.168.100.12 oder sowas. Ne? Und den Port. Username, Passwort, wenn ihr habt. Client-ID ist Knott. Ne? Weiß der Geier. So, und da würde das machen. Also ich könnte das sogar machen. Ich habe doch sogar einen auf der 110. Ne? Okay. So, IO-Broker. Jetzt könnte ich sozusagen etwas an meinen lokalen IO-Broker schicken. So, da ich das jetzt nicht so gut zeigen kann, mache ich es gerade mal ganz schnell über Ting. Wie das über Ting geht, habe ich, glaube ich, schon 1 Million Mal im Internet gezeigt. Ich will euch das jetzt nicht mit langweilen. Im Endeffekt. Das ist jetzt die Konsole hier von meinem Ting.io. Ding, was ich angelegt habe. Ich habe natürlich die Credentials hier aus den Settings rausgelesen und hier ganz easy eingetragen. Ne? Benutzername ist immer Thing,
Passwort ist euer ThingKey, Client-ID ist eure, keine Ahnung, wie heißt das denn? Thing-ID, wie auch immer. Keine Verschlüsselung, wozu auch, ne? Ich schicke hier nichts, was irgendjemand interessiert. So, und jetzt könnte ich diesen Broker, wenn ich jetzt hier auf Publish gehe, kann ich jetzt aussuchen, mit welchem Broker, ne? Lokal an meinen IO-Broker, MQTT-Broker oder an mein Ting.io, machen wir mal das hier. So, from not habe ich eine Topic angelegt, from not. Der heißt jetzt hier digitale Dinge.de. Die möchte ich losschicken. Publish. Was angekommen ist. Ist ja nicht. Nee, hat nicht geklappt. Ne? Error Parsing JSON. Ah, ich habe ja ein JSON. Gut, das ist mein Fehler, dass ich gesagt habe, das ist hier, das soll ein JSON sein. Hier Type Object. Ja, doch, ein JSON Object soll das sein. Ah, interessant, interessant, interessant. Okay, also, das liegt jetzt an meiner Konfiguration und an Ting.io, dass sie so, dass wir so merkwürdige Thing-Types haben. Das heißt, ich müsste hier drin in dieser Message, müsste ich jetzt einfach sagen, irgendwie weiß ich nicht was. Message. Irgendwie, weiß ich nicht. Anführungszeichen. Ich weiß es nicht genau. Ist das JSON? Oder habe ich das erste auch noch? Weiß man nicht. Ich muss das erste auch noch. Weil das ist jetzt ja aber auch. Wir wollen jetzt hier nicht debuggen eigentlich auch. Vielleicht kommen einmal können wir mal gucken. Ne? Vielleicht muss man hier auch einfache Anführungszeichen hier so nehmen. Auch. Blöd. Schon mal interessant, das mal zu machen. Ne? Dachte, ich könnte einfach einen String schicken. Gut, liegt jetzt, aber ihr versteht die Idee. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Ne? Warum? Error Parsing JSON. Weiß der Geier, was ich hier losschicke in Wirklichkeit. Ne? Ich dachte, ich schicke hier einfach nur den String los und jetzt hätte ich hier gedacht. Ich einfach mal Hallo schicken und ich schicke mal 1, 2, 3, 4, 5. Publish. Ja, guck, das kommt an. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, wunderbar. Mit eurem Broker mag das ganz anders aussehen. Eure MQTT-Topics konfiguriert ihr anders. Ich wollte nur mal zeigen, ich kann jetzt hier aus dem Ding heraus etwas publishen. So, und das ist natürlich super unnütz eigentlich. Was ihr also eigentlich machen wollt, ist Skripte schreiben, ne? Und ja, das machen wir, wie gesagt, in einer eigenen Sendung. Mache ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken mal oder ihr schreibt noch mal in Discord, was interessiert euch hier überhaupt? Ihr könntet auch automatisiert etwas machen. Ich glaube, da muss man auch ein Skript machen. Also wenn jetzt ein Interface, da gibt es irgendwo Events, ich weiß nicht mehr, wo die waren. Müsste es mal nachgucken. Kann ja sein, dass wenn jetzt das PPP-Interface hier hoch oder runter geht, ne, oder ihr habt ein LoRa-Ding, das an- oder ausgegangen ist, oder Temperatur von eurem Board hat einen Schwellwert überschritten, dann schickt bitte eine MQTT-Nachricht, ne, bevor die Kiste abbrennt. Ja, aber das ist so mal der ganz schnelle Überblick und jetzt gucken wir mal rein, was eure Fragen sind. Also, die Videoübertragung funktioniert. Achso, das kann natürlich sein, dass ihr wieder auf dem Handy guckt, ne, Danilo? Du musst auf dem großen Bildschirm gucken. Ja, also das ist jetzt, genau. Also das wird auf dem Client dir helfen. Manuel sieht es gut, ja. Also es tut mir leid, man kann hier, ich sage mal über Settings, ich kann jetzt hier ein bisschen was noch Zoom-in machen, hat aber den Nachteil, dass ich dann hier unten manche Sachen nicht mehr finde, weil ich hier im macOS im Emulator bin. Unter Windows hast du, glaube ich, eine Scrollbar, ne? Aber gut. Sorry, Danilo, aber großen Bildschirm anschließen hilft oder ein Projektor, ne? Ich bin eigentlich auch eh durch, ja? Also, wenn er jetzt hier, ich guck mal ins Discord noch rein, ob da noch Fragen sind. Nö. So, in Ordnung alles. Also. Ah, das war verdeckt. Danke, Rudi. Was habe ich denn jetzt hier übersehen? Also System, ihr könnt jetzt hier so Sachen machen. Guck, jetzt komme ich hier nicht runter, deswegen, ich muss die Auflösung noch mal ein bisschen gerade noch mal reduzieren hier. Das ist echt doof. Das liegt aber, wie gesagt, am Benutzer, dass ich ein Dummkopf bin. Wo ist denn Tools? Hier. Tools Ping. So, wenn ich jetzt hier, weiß nicht, was mal Google anpinge. Start. Kann ich das pingen? Wunderbar. Das läuft jetzt, wie gesagt, über mein Ethernet und ist natürlich eine Katastrophe, ne? Mit die Zeiten hier. Aber das sieht ja daran, dass ich ganz andere Sachen hier gerade mache. So, eine Sache möchte ich euch noch mal zeigen. Und jetzt werden Leute entweder vom Stuhl fallen oder vom Stuhl fallen. Guckt euch das mal an. Hier ist ein Terminal. Also, die einen, die vom Stuhl gefallen sind, das sind die Leute, die Shell hassen.
Und das andere sind die Leute, die sagen, wow, eine Shell, ich liebe die Shell. Ja. Das kannst du irgendwo reingehen, ihnen sagen, ich weiß nicht was, in System. Ja. Jetzt kannst du da mal gucken, was gibt es da so? System Identity. Identity. So, jetzt kann ich hier mal einen Print wahrscheinlich machen. Ne? Jetzt könnte ich hier die Sachen ändern. Das heißt, alles, was ich mit diesen grafischen Benutzeroberflächen mache, kann ich auch hier im Terminal machen. Manche Sachen kann man auch nur im Terminal machen. Ne? Klar, die GUI hat auch so seine Beschränkungen. Und du kannst die ganze Skriptsprache hier auch im Terminal benutzen. Ne? Wenn du irgendwie, was ich hier vormachen möchtest und du willst mal eben 20 Interfaces hoch oder runterfahren, das geht im Terminal viel cooler oder mit einem Skript natürlich dann. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal gerade rein in das Thema System. Gibt es hier GPIO? Ja, GPS gibt es hier drin. Wo zum Geier verstecken die denn das? Das ist doch GPIO. Okay. Und geht nicht. Was gibt es hier? Okay, machen wir digital. Seht ihr jetzt also, Pin 4 ist ein Output und der ist 0. Pin 5 ist ein Input und der ist 0. Und Pin 6 ist wieder ein Output, der ist 0. Okay, gehen wir mal mit Punkt, Punkt, einen Schritt zurück. Gehen wir in den Analog rein. Machen wir hier mal Print. Und der hat jetzt also, Pin 2 hat der jetzt gerade 65 Millivolt gemessen und Pin 3 hat er jetzt 97 Millivolt gemessen. Die floaten natürlich, ne? Aber so, und jetzt, ne, sind wir jetzt in der Shell hier drin. Man musste nichts installieren. Ich könnte jetzt Skripte schreiben, die immer mal wieder vielleicht diese Werte hier pollen und mir per MQTT schicken. Ne? Da kann man sowas machen. Okay, eine Frage gibt es. Ah ja, eine gute Frage. Ist das Open Source? Nein, das ist nicht Open Source. Ich bin mir dann, also die, das ist eine gute Frage. Also bei System, wo sehe ich es denn wohl am besten? Bei Routerboard wahrscheinlich, ne? Ja, hier sehe ich nur das, was ich euch nicht zeigen wollte. Irgendwo ist doch wahrscheinlich bei Packages, wo ist es denn wohl? Naja, er wird auf jeden Fall sagen, was der Router für einen Service-Level hat. Es gibt unterschiedliche Lizenzstufen bei MikroTik. Ich bin kein MikroTik-Berater oder Mitarbeiter oder weiß ich nicht was. Die gibt es aber, diese Leute. Also so Certified. Es gibt Trainings, weil die Sache ist wirklich komplexer, als man sich es vorstellen kann. Trainings, ne? Und dann bist du irgendwann zertifiziert und dann kannst du auch auf diese Map gehen hier und dein Zeugnis, ne? Und diese Leute wissen alles, hoffe ich doch. Ich möchte aber hier nochmal ganz schnell reingucken in die Hardware. Seht ihr das? Ja. Machen wir das hier gerade weg. Dann gucken wir weiter nach dieser Open Source Geschichte, ne? Products. Was ist denn das so klein hier? So eine Frechheit. Ah, jetzt wird es besser. Also wenn ich jetzt auf den Not gehe, hat der wahrscheinlich auf der Webseite ganz unten eine Information zum Thema Lizenz. Na. Also, the device has an operating system pre-installed and licensed. Du musst es nicht extra kaufen und 5 Jahre lang geben wir Updates. Also mindestens wahrscheinlich, ne? So. Und die sagen normalerweise auch, welcher Level. Da gibt es so verschiedene Levels. Ist jetzt auch gar nicht deine Frage vielleicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die einfache Antwort ist nein, es ist nicht Open Source. Ganz im Gegenteil. Wenn man, ah ja, Router OS License 4. So. Damit darfst du so gewisse Sachen machen. Aber wenn du da jetzt 1 Million Kunden mit bedienen wolltest, darfst du das mit der Kiste, glaube ich, nicht mehr machen. Da musst du dann höhere Lizenzen haben. Und im Endeffekt bedeutet das auch, dass du eine größere Hardware dir gekauft hast. Und das macht doch alles nur Sinn. Weil es gibt ja größere Hardware. Ne? Wenn ich jetzt hier mal, wenn ich hier auf die Startseite gucke, das neueste Chip-Ding hier an, keine Ahnung, was das macht. 100 Gigabit-Netzwerk-Dinger hier halt, ne? Das hat dann natürlich irgendwie einen Router OS. Und nur Level 5. Okay, vielleicht ist es auch der höchste. Ich kenne mich nicht so aus. So, du kannst aber, wenn du auf Software gehst, da alles zu finden. Router OS für den ARM. Die neueren Geräte von denen haben ARM. ARM64 vielleicht sogar. Hier MIPS-B habe ich ja. MIPS haben wir auch noch, S-MIPS gibt es teilweise, der Power-PC. Und hier interessant, x86. Vielleicht ist das ja die Frage eigentlich, Manuel, die du stellst. Kann ich das auch ohne MikroTik-Hardware zu kaufen mal mir angucken? Und das kannst du. Du kannst dir also hier diese auf die Diskette hier klicken, dann lädst du dir halt so eine, na, irgendwo lädst es runter. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, Router OS auf deinem
PC zu installieren. Und im Endeffekt, das hier brauchst du. Cloud-Hosted-Router, das ist das, was du willst. Nicht oben das, da war ich jetzt ein bisschen falsch. Ja, das liegt aber auch meine Auflösung und auch meinem kleinen Gehirn. Hier sind die Images, ne, für eure Virtualisierung. Virtual PC, keine Ahnung. Boah, Disk. Also es gibt eine Anleitung, wie du das halt mit Proxmox zum Beispiel. Genau, er sagt jetzt, ja, das war die Frage. Ne? Also den Source Code von diesem Zeugs bekommst du nicht, Open Source ist nicht, aber du kriegst die Möglichkeit, diesen Cloud-Hosted Router auf deinem x86 zu installieren. Und tatsächlich habe ich das gemacht, bevor ich mir mein allererstes Mikrotik-Gerät gekauft habe. Ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe YouTube leer geguckt zum Thema Mikrotik und ehrlich gesagt kein Wort verstanden, weil so ein Video, wie ich es heute mache, so für Laien, habe ich nicht gefunden. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr, aber die waren früher alle auf Indisch und oder auf Englisch natürlich und haben mir so Sachen erklärt, die du nicht wissen wolltest. Ne? Es gab dann noch so zwei Brüder, die haben auf Deutsch eine Sendung gemacht, aber das war auch schon alles sehr detailliert. Ne? Ich wollte eigentlich nur so eine kurze. So, ich habe mir so also installiert und selber ein bisschen rumprobiert und dann habe ich gesagt, okay, klar, ist nicht super intuitiv, ganz im Gegenteil, ist keine Fritzbox. Ist eigentlich das Gegenteil von intuitiv. Was wäre die Alternative gewesen? Ubiquitous, die Ubiquity-Sachen, die sind ja super angesagt bei vielen anderen YouTube-Kanälen, die Smart Home besprechen. Die waren einfach alle mal, weiß ich nicht, 50% mindestens teurer. Und ich bin ja Sparfuchs. Ich habe gedacht, boah, ich kriege eigentlich eine ähnlich performante Hardware, ne, für weniger Geld. Der Preis dafür ist dann halt das Ding hier, ne? Dieses Gute OS musst du dann lernen. Und ich habe auch schon schlechte Momente gehabt damit. Ja, also du kannst dich aussperren. Ja, Firewall. Ich meine, ich habe jetzt hier auf dem natürlich keine drauf, weil er ist ja auch nicht dran. Aber der braucht auch keine. Guck mal, da ist eine Firewall drauf. Das ist die Standard-Firewall scheinbar. Also du kannst dich hier tot konfigurieren, ja, mit Forward und Input-Chain. Und dann kannst du sagen, ne, von wenn es von da kommt und nach da geht. Und ne, alles, was du mit IP-Tables auch machen kannst. So, jedes einzelne Ding hier ist Arbeit, das zu verstehen. Und dann hängen die auch noch miteinander. Ne? Also wenn du WireGuard anschmeißt, ich mache jetzt hier ein WireGuard-Interface, WireGuard 1, okay. Also ich muss hier, was muss ich machen? Was muss ich machen? Public Key? Apply. Text with this. Nee, will ich nicht. Mach mal Plus. Ich will keine, Entschuldigung, hier auf dem Interface wollte ich ja gehen. Hier ist auch schon eins. So, WireGuard 1. Habe ich ja vorhin mit euch gemeinsam genau angelegt. Hier ist das Public Key. So, wenn ich das jetzt hochfahre, passiert nichts, weil ich muss natürlich erstmal hier in IP Addresses eine IP-Adresse anlegen. Ja, weiß ich nicht was. Ne? Ist mir völlig egal. Das würde man jetzt nicht machen, ne? Aber weiß ich nicht. 4, 4, 4. Mir ist scheißegal, ne? So, und dann sagst du hier natürlich fürs WireGuard-Interface. So. Und dann geht's weiter. Dann hast du jetzt eine IP-Adresse angelegt. Da sind viele einzelne Schritte, die man auch ein bisschen begreifen muss. Es gibt hier nicht unbedingt die, ja, Quickset gibt es, aber es gibt nicht so die super Assistenten, sage ich mal, die dir jetzt helfen. Oh, du möchtest ein WireGuard-Interface hin anlegen, dann legen wir mal gemeinsam los. Nehme ich mal in die Hand, ne? Und dann mache ich alles so unter der Haube. Das ist nicht dieses Tool. Vielleicht programmiert mal einer so ein Tool. Weil im Endeffekt, es gibt ja, wo haben wir das hier bei System? War das hier bei Services? Wie heißt denn das immer bei denen? Das muss bei Ports sein. Das muss System Ports muss das sein. Nein, das ist Remote Access. Nein, es gibt doch hier, wie heißen denn die? Ah, ist es bei IP? Ihr seht schon, ne? Man findet nichts. Hier ist es Services, bei IP-Services. Man denkt, es ist ein System-Service, aber nein, es ist ein IP-Service. Obwohl es nicht unbedingt ein IP, ja, wie auch immer. Es gibt also eine API auf dem Port 8728, die habe ich an. Ich könnte also auf diesem TCP-Port eine API benutzen. Und das, ja, es gibt übrigens eine App, eine ziemlich gute App von MikroTik selbst. Zumindest für Android habe ich die benutzt. Ich weiß nicht, iOS, weiß ich nicht. Damit könnt ihr, habt ein anderes UI, ne? Könnt ihr also auf dem Handy eure Sachen konfigurieren. So, was ich sagen will, ist, es hindert euch jetzt niemand daran, eine Mobile-App zu schreiben, die der ultimative Idioten-WireGuard-Setup-Assistent ist, ja, für Laien. Und der greift halt auf die API von eurer Box zu. Ihr sagt vielleicht nur, welche IP-Adresse und dann legen wir mal los, ne? Könntet da bauen, könntet da machen, würde sich die Welt darüber freuen, ne? Könntet die Fritzbox nachbauen quasi, ne? Macht ihr das gleiche Interface, was die Fritzbox hat.
gucken wir mal, ob das nicht schon mal jemand gemacht hat. Ja, über www kommt man auch rein, Port 80, ja. Das kann man auch alles abschalten, ne, hier mit dem X. FTP-Zugang und so weiter. Ne? Das zeige ich jetzt nochmal zum Abschluss. In meinem Webbrowser. Ne? Hier ist er ja wieder. Meine IP-Adresse 100.2. Das ist also lokal meine IP-Adresse. Das muss ich natürlich wieder Passwörter eingeben. Jetzt habe ich also das Gleiche, was ich gerade in Winbox gezeigt habe, kann ich jetzt hier nochmal im Webbrowser machen. Ich bin jetzt hier in Chrome. Webfig ist das und dann das ganze Zeugs, was ich gerade gezeigt habe. Ne? DHCP-Client, wenn ich eine DHCP-Adresse habe. Ja, Ethernet 1 hat eine DHCP-Adresse bekommen und im anderen und so weiter. Ne? Also das geht dann alles im Webbrowser. Da geht nochmal weniger. Und im Webbrowser braucht das Terminal. Ja, kann man aber auch machen. Weiß nicht, wie war das? Ihr seht das wahrscheinlich nicht. Ping. Achtung, Achtung, Achtung. Ach so, das kommt jetzt gleich irgendwo. Komm ich mal gerade weg. Ihr seht schon, läuft Ping. Ja, wie auch immer. Okay. Viele Infos, ne? Geile Sache. Ja. Aber, ne, ihr könnt alles machen, was man sich nur vorstellen kann. Aber das kann halt auch Aufwand bedeuten. Ne? Also da muss man viel lernen. Gibt viele Tutorials, aber vielleicht machen wir mal was. Wenn euch das interessiert, vielleicht auch nicht. Weil es gibt auch Alternativen, genau. Marc, gut. Guter Übergang. OpenWRT ist eine der Alternativen. Ne? Ihr könntet sogar mit dem Raspberry Pi gewisse Sachen machen. Ja, PFSense, ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ne? Oder ja, gibt viele Dinge. Genau. Also ich habe jetzt die Mikrotik-Sachen. Ich wollte es euch mal vorstellen. Ich finde es halt krass. Ich ziehe den hier gerade mal raus. Wahrscheinlich geht der Stecker nämlich jetzt raus. Also ich finde es halt, das ist ein fertiges Gerät. Das hänge ich zack an die Wand oder weiß nicht, was ich mache, an meine Hutschiene. Mobilfunk, die andere Version mit LoRa sogar, 199 Euro, wenn es denn verfügbar wäre. Deswegen zeige ich es euch, ne, weil wir haben über solche Sachen gesprochen. Und wenn ihr euch richtig erinnert, in der Serie, in der Sendung, die ich gemacht habe mit Rudi, da hatte ich ja mein Mikrotik-Gateway, mein LoRa-Gateway auch gezeigt. Ne? Das hat das gleiche Betriebssystem, damals war es noch RootOS 6, die habe ich mittlerweile auf 731. Genau. Also lohnt sich vielleicht, sich da einzuarbeiten, wenn man wirklich Interesse hat, sein Smart Home perfekt in den Griff zu kriegen. Ja, Raspberry Pi 4 als Hauptrouter. Ne? Also genau, das ist eine Möglichkeit, je nachdem, was ihr Performance braucht. Ich gehe jetzt noch mal auf die Webseite ganz schnell, so als letzten Act hier, um noch genug Werbung hier zu machen. Chateau, guck mal hier, da ist ein LTE-6-Modem, das ist jetzt für die USA, ne? Da ist dann alles drin. 5x Gigabyte Ethernet, das ist so eine Art Fritzbox eigentlich schon. Das ist eine PCI-Express-Karte, die man sich reinsteckt. Hier läuft ein eigener Router drin, 199 Euro. Und du hast trotzdem die beiden SFP, dann ist SFP Plus, genau, 25 Gigabit, SFP 28 dann sogar. Wie auch immer. Wir schweifen ab, aber ihr habt ja zwei krasse Slots für eure Glasfaser oder was ihr machen wollt. Schiebt das in euren alten PC-Server rein. Hier drin läuft bereits ein eigener Router, aber es geht dort PCI Express über vier Dinger dann auch raus. Naja, was ich sagen wollte, danke Danilo, schön, dass du da warst. Sein Akku geht leer. Das Thema hier gerade Raspberry Pi als Hauptrouter. Ne? Also man muss so ein bisschen gucken und die unterscheiden das auch. Es gibt sozusagen diese Wireless-Systeme, ne? Dann gibt es Wireless for Home and Office. Ja, und da muss man so ein bisschen was gucken. Wenn ich jetzt mal, sagen wir mal auf Ethernet-Router gehe, ein Ethernet-Router ist was anderes als ein Switch. Ja? Switches, die haben alle Router-OS drauf, ne? Aber das heißt nur Router-OS. Das kannst du auch auf dem Switch laufen lassen oder hier auf deinem Notnet, das muss deswegen kein Router sein. Also der Hauptrouter ist hier so ein, genau. Also ich benutze den Not nicht als Router in dem Sinn. Ne? Aber ich könnte. Und wenn ich keine Ansprüche hätte, ne? Wenn ich jetzt Ansprüche habe, dann gehe ich auf Ethernet-Router, kaufe mir wahrscheinlich diese Karte oder diese Geschichte hier. Und wenn ich dann halt hier reingucke in die machen immer so Messungen, ne? Wenn euch dafür interessiert. Hier sind jetzt keine bei. Na. Support and Downloads. Gallery. Das sind jetzt keine Messungen, die ich euch zeigen wollte dabei. Gucken wir noch ein anderes. Ist das zu neu, das Ding? Ach, das ist das komische Neue mit den Millionen. Guck mal.
das ist alles Zeug, das brauchst du nicht. Wo ist es immer was, was man braucht? Also selbst der hier, sagen wir mal, der HexS, also als Home-Router. Wenn du jetzt keinen Raspberry Pi so verwenden willst. Hier ist ein Test Results, dann guckst du rein. Bridging, ja, 2 Gigabit pro Sekunde. Routing, 1 Gigabit pro Sekunde bei 25 IP-Filter-Rules. Ne? Also das hier könnte dein Gigabit-Netz wahrscheinlich gut routen. Jetzt musst du entscheiden, also bei diesen Paketgrößen, ne? Klar, das geht bei kleinen Paketen natürlich immer in die Hose. Also du musst aber gucken, wie viel Hardware-Offloading ist dabei und so weiter. Und da musst du entscheiden, hier die Aussage der Raspberry Pi 4 als Hauptrouter. Ja, die kleine Familie mit einer Xbox und einem, ne, Handy und einem Fernseher geschenkt. Ne? Macht ja jedes. Ne? Aber wenn du natürlich ein bisschen mehr Anspruch hast und dann irgendwann auch mal vielleicht schnellere Internetverbindungen kommen, kann es sein, dass man sich irgendwann mal hier, das ist dann auch schon zu klein, ne? Da muss man plötzlich gucken, dass man auch 2,5 Gigabit pro Sekunde auf seiner Glasfaser geroutet bekommt. Ne? Ja, das vielleicht mal so als Schlusssatz, schon viel zu viel am Thema vorbeigeredet. Ne? Also wir haben gesehen, Mikrotik, wir haben den Not uns angeguckt als Beispiel. Vielleicht war das ein schönes Teaser-Video und ihr habt jetzt Interesse, mehr Fragen zu stellen. Dann machen wir mehr Videos zu dem Thema. Vielleicht sagt er auch, oh, bloß nicht. Ich möchte lieber Arduinos programmieren, Raspberry Pis programmieren, ich möchte löten, ich weiß nicht, irgendwas machen. Aber dieses Netzwerkzeugs, ich bin glücklich, wie es ist. Ich benutze eh kein WLAN für mein Smart Home. Ich habe da Zigbee. Okay, wir brauchen kein Mikrotik machen. Ne? Genau, das andere, was wir gesehen haben, RouterOS 7, haben uns ein bisschen was angeguckt und wir haben sogar per MQTT ein Paket an Ting geschickt, hätte dann jeden Broker machen können. Modbus haben wir gesehen, GPIO haben wir ein bisschen gesehen. Ja, ich denke mal, wir haben uns ganz gut umgeschaut. Mehr habe ich jetzt für euch nicht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, trotz Hitze. Ich weiß gar nicht, wie die Temperatur. Ach, hier ist es mittlerweile auch schon wärmer. Die dicke Lampe ist ja auch schuld. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder um 21 Uhr. Mit einem ganz anderen Thema. Ihr müsstet vielleicht mal was dazu sagen. Ne? Schreibt mal in dem Discord oder unter das Video hier auch oder hier auch in den Live-Chat. Ich habe hier einen Raspberry Pi und da steckt jetzt ein Mobilfunk-Head drauf, ne, dass man so einfach zack draufsteckt. Ich könnte mir vorstellen, wir machen mal, wie kriege ich einen Raspberry Pi im Mobilfunk? Ne? Und dann, klar, Strom muss noch dran. Und dann könnte ich das in mein Auto packen oder ich könnte damit rumlaufen oder vielleicht habe ich auch keine Datenverbindung, möchte vielleicht den Raspberry Pi als Fallback-Router benutzen, weil ich kein Mikrotik habe. Ne? Also sagt mal, ob euch das interessiert. Wie schließe ich ein Modem, ein Mobilfunkmodem an einen Raspberry Pi an? Vor allem mit so einem Head. Gibt es auch bei USB natürlich. USB-Dongle, das geht auch. Wäre ein Themenvorschlag. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Wunsch. Oder ihr wollt mal Gast sein und mal selber was berichten, dann freue ich mich noch mehr. Also, hier ist nochmal der Discord-Link, discord.digitale-dinge.de. Digitale-dinge.de ist natürlich die Webseite und die Freien Maker möchte ich auch nochmal erwähnen, freien-maker.de, unser Verein, der das Ganze hier eigentlich nur macht. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich gehe ganz schnell hier nochmal in den Opener rein. Also, bis dann, macht's gut.